Ciao Leute, herzlich willkommen zurück zu Road Rash. Wir hatten uns ja das Motorrad jetzt gekauft in der letzten Folge. Und jetzt bleibt uns nur noch die Halbinsel, die wir mal gewinnen müssen. Und dann geht's ins nächste Level. Oh, wir haben Nitro. Ich weiß gar nicht mal, welche Taste ich das gesetzt habe. Auch wieder, okay. Ja, machen wir gleich mal einen richtig satten Start hier. Durchkommen. Putsch, putsch. Die Farbe von dem Motorrad und von der Kleidung kommt uns bekannt vor. Ne? Haben wir schon ein paar Mal geboxt, getreten und überholt und all das, was man in diesem Spiel so macht, wenn man hier so spielt. Wow. Hau ab mit seiner verdammten Kette. Ja, da kann so lange knüppeln. Wenn ich mit Nitro vorbeiziehe, ziehe ich vorbei. Das ist cool. Ja, und weg. Ja, komm. Ab im PKW. Und statt die Spur zu wechseln. Vollgas weiterzufahren, aber nein. Zack, einmal Nitro rollen und Volldampf hier. So, ein bisschen Vorsprung reinfahren. Rest an Nitro hebe ich mir vielleicht besser auf. Ich weiß, was noch kommt. Oh, fast einen Kilometer Abstand, wenn man das so bezeichnen will, ne? Da unten rechts gucke. Läuft doch super. Ja, Road Rash 2021. Das Spiel ist von 1996. Fünfundzwanzig Jahre, ne? Das rechne so während des Fahrens. Schön gealtert, macht immer noch Spaß, sieht auch gut aus. Richtig gut. Oh nein! Oh shit! Ja, haben wir richtig schönen Abgang gemacht hier. Dann kommen wir wieder auf die Phase zurück. Das sieht erstmal ziemlich böse aus, ne? Oh shit. Naja, mal gucken, was noch gibt hier. Bin ja ganz gut dabei, dass wir erst Vorsprung ihrer Farben haben, ne? Ja, komm. Stich weg und dann ist Ruhe hier. Hast du auch noch irgendwelche Fragen hier oder wie oder was? Kannst du mal im Auspuff knicken. Zack, Nitro, ab dafür.
Oh Mann. Denkt auch manchmal zu viel, manchmal zu wenig hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, da wollte ich das so gar nicht. Boah, da ist jemand die andere Abzweigung durch den Gegenverkehr und hat mich tatsächlich überholt gerade. Das ist übel. Das ist aber richtig übel. Boah, boah. Komm rum, komm rum, komm rum. Frag erstmal Nitro. Oh, ich bin wieder Erster. Okay, cool. Wenn es jetzt so bleibt, wäre das natürlich sehr nett. Das Geld für wieder ein besseres Motorrad, ne, am Verdienen und kommen definitiv ins nächste Level. Yeah! Yeah! So, Level 4. Alles klar. Speichern wir das? Tja, dann machen wir doch direkt erstmal eine Runde in Napa Valley. Die erste Strecke, die einfachste Strecke zuerst oder so. Ja, komm, packen wir einen satten Start hin hier. Gleich erstmal Nitro rein. Machen die wohl auch so? No! Was war denn das? Ja, bleib mal schön stehen vor meinem Motorrad. Das läuft ja super gut jetzt hier wieder. Voll über sein Motorrad rüber. Das. Ich glaube, ich werde hier heute nicht mehr halten. What the hell happened here? Richtig Dampf in die Mühle hier. Mit Nitro. Verdammt. Wie sieht's aus?
nicht streiten. Okay. Mann. Das ist aber hartnäckig heute, oder? Oh yeah. Gegenseitig gekickt. Oh. Reicht aber. Oh, was ist hier? Ey, er hat mir den Knüppel geklaut. Gibt er gar nicht. Oh. Oh, verdammt, neins. Ja, tatsächlich einen Knüppel geklaut. Rückhandschlag, ne? Keine Ahnung mehr, wo ich das hingelegt habe. Verdammt. Ah. Jetzt hau ab. Ah. Ja, streitet ihr euch zu zweit da. Ist mir egal. Ja, er hat echt auf mich abgesehen, ne? Ich will einfach vorbeiziehen oder was? Jetzt. Ja, ab in Gegenverkehr, PKW und tschüss. Ist doch nicht wahr. So, den kriege ich jetzt wieder ganz easy, ja? Okay. Danke für den Platzhalter. Wie lang die Strecke jetzt ist, ja. 3-0, ne? Nein, ich habe kein Nitro mehr, ne? Holy shit. Halleluja, Halleluja. Ja, Polizist hier auch noch am Start. Der auch noch ziemlich schnell ist. Naja, klar, yeah. Zweiter Platz. Naja, aber wir haben uns qualifiziert, ne? Haut in eine rein. Warum, fragt man sich eigentlich, weil... Ne? Hatte sich ja schon erledigt. Nach der Ziellinie. Tja, was macht denn als nächstes Sinn? Kamikaze ist jedenfalls schlecht. Vielleicht holen wir uns zwischen. Ja, Handhaben, ruckelig muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ne? Vielleicht sparen wir einfach direkt auf die Diablo. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Handhabung geil, ja. Dann. Tja, weiter geht's mit der Stadt. Ich muss mal eben pausieren. So, hatte da eben mal einen wichtigen Anruf. Jetzt starten wir hier wahrscheinlich mit einem schlechten Start, wenn sie jetzt aufhören, das Rennen, neue Escape, beliebige Taste, um fortzufahren. Ja, dann gucken wir mal, was trotzdem so daraus wird. Kann ja auch mal so einen schlechten Start haben, ne? Ein bisschen Glück können wir ja trotzdem noch warnen und so. Ja, oder auch nicht. Eieiei.
den habe ich aber. Da hat er keine Chance gehabt. So gar nicht. Na, schauen wir mal. Schönen Abgang gemacht haben. Und da der nächste. Jetzt kommt hier so eine übelste Abhebestelle. Oh yeah. Bloß nicht zu früh wieder anfangen zu lenken und davor auch nicht zu spät noch lenken, weil dann haben wir verloren. Einmal quer über den Bildschirm und bap. Gut dran vorbeigekommen an der Taxe, oder? Ganz knapp am Rand so vorbei. Auf der Linie. Auf den Linien. So. So, er baut freiwillig einen Unfall, das ist auch nett. Schon sind wir Erster. Okay. Da kann man ja hier mal ein bisschen Nitro-Stuff machen und mal richtig powern. Gerade wenn die Straße so schön breit ist, ne? Oh, 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 oh. Ja, läuft ja gut bisher. Trotz schlechtem Start, weil ich da mal eben am Telefon mein Handy rangehen musste, damit ich die da anrufe. Aber er fliegt genauso. Mit etwas Glück hätte ich ja noch mal runterkommen können aus der Fußgängerzone, ohne mich lang zu machen, aber das war wohl nichts, ne? Oh, 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 oh. Aber er hängt auch im Verkehr drin, ne? Oh, und er fliegt durch den Verkehr. Mal gucken, wie das jetzt ausgeht hier. Da bin ich ja mal gespannt. Hübsch.
Also eine Aktion hier wieder. Komm zu und durch hier. So schnell wie es geht. Oh, ich bin wieder Erster. Wann habe ich den denn eingeholt? Der klemmt aber irgendwo fest und ich habe den nicht gesehen beim Vorbeifahren. Ne? Konzentriert hier. Okay. Jetzt halt auch verdammt schnell unterwegs hier, ne? Mit in der Stadt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das ist echt übel. Sache, die Strecke lernt man schnell hassen. Alles, was mit Stadt zu tun hat oder wo Bäume sind, so wo man rein donnern kann an der Seite. Yeah! Jawohl, und er fliegt noch. Oh, erstmal ordentlich abgeräumt. Speicherwürdig. So, wie sieht es denn aus? 21.000. Tja, da kann ich noch angesparen erstmal, ne? Fahren wir noch erstmal den Pazifischen Highway. So eine Strecke bringt man halt am liebsten gerne hinter sich, würde ich sagen. Wenn es darum geht, dass man qualifiziert werden muss. Warm werden, falls man draußen war, Napa Valley wohl eigentlich mal ganz gut und dann geht hier der Stress los. Oh, der hat aber einen Abgang gemacht, das sah gut aus. Da wollte er erst kämpfen, weil er vorne gebremst erstmal. Naja. So, hoffentlich war das eine gute Entscheidung. Das wird sich zeigen, ne? Kämpft ihr mal, ich ziehe einfach an euch vorbei und dann ist das für mich auch gut. Oh, wahrscheinlich jetzt die Hälfte der Strecke gefahren ungefähr. Thank you.
läuft ja noch einigermaßen. Ja, hier an der Stelle werde ich mich hüten, Nitro einzusetzen, weil ich sowieso auch abbremsen muss, weil sonst gehe ich raus in die Bäume. Dann geht man ja so schon hier, wo man hier schon so langsam abfährt. Was, ey. Jetzt kommst du. Mich mal gewagt. Die Idee ist nicht gut. Man sieht, das kommt nicht so gut. Sehr heikel. Jetzt kann man mal richtig schön durch. Geht an hier. Einen Drecksack. Mach dich fort. Ich bin erst, sondern bleib doch so. Ja, den bin ich jetzt so wohl losgeworden, ja? Ich hoffe. Wird sonst noch anstrengend. Ja. Bisher bremse ich aber nicht, sondern ich gehe maximal vom Gas. Ne? Ja, lass mich zufrieden, dann haben wir den ersten Platz hier. Oh, ich spinne. Rechts aber bald. Anscheinend in Hoffnung richtig eingesetzt an der richtigen Stelle. Ja! Yeah! Cool, erster Platz. Das geht ja ab. So, dann speichere ich das doch mal. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Road Rash.